Das ist aber echt gut. Nimmst du schon auf? Ja. Oh, CBD, Lippenbalsam. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der CRE-TV News im Jahre 2020. Italien legalisiert den Cannabisanbau zu Hause. Cannabisanbau für den Eigenbedarf nicht mehr strafbar. Gerichtsurteil in Rom, in Italien darf Cannabis jetzt zu Hause angebaut werden. Doch was hat sich wirklich gesetzlich in Italien getan? Was hat sich wirklich in Sachen Betäubungsmittel geändert? Eigentlich gar nichts. Denn das Gericht kann nicht einfach legalisieren, sondern ersuchen sie mit dem Urteil, die Regierung entsprechende Gesetze zu ändern. Regierungspolitiker der Mitte-Links-Koalition begrüßen diesen Urteilsspruch, doch die vorherrschende Forza Italia und die Lega Nord unter dem führenden Innenminister Matteo Salvini äußerten sich ablehnend. Die Lega wird den Drogenhandel und die Verbreitung von Drogen jederzeit und überall bekämpfen, so wie Salvini zitiert. Ja, in Deutschland ist die Haschhölle los. Frau Ludwig machte sich am 9. Januar in ihrem Facebook-Post mit dem Hashtag Netiquette etwas Luft wegen der vielen Kommentare mit Hashtags Legalize unter all ihren Beiträgen, die gar nichts mit Cannabis zu tun haben. Das Themengebiet einer Drogenbeauftragten ist etwas breiter gefächert als nur mit Hanf, Hanfblüten und Freimengen, sondern umfasst auch das Alkohol- und Tabaksucht, Glücksspielsucht, Internetsucht, Shoppingsucht, Jugendschutz und Präventionsarbeit. Cannabis ist nicht das Top-Thema, Deutschland bewege so viel mehr, so die Frau Ludwig. Auf der einen Seite hat Frau Ludwig nicht ganz Unrecht, jedoch werden Alkohol- und Tabak, Glücksspiel, Internet- oder Shoppingsüchte auch nicht kriminalisiert oder eingesperrt und auch wird eine andere sogenannte Droge nicht gleichzeitig als Medizin in der Apotheke verabreicht. Ja, währenddessen in Berlin ziemlich zeitgleich führen im Norden Deutschlands mehrere Einsatzteams der neu gegründeten Brennpunkteinheit der ca. 60 Beamten verstärkten Kontrollen im Görlitzer Park durch. Ab April sind es sogar 120 Beamte, die den Park fast rund um die Uhr bewachen, Präsenz zeigen, so wie sie es nennen. Ja, die Dealer treffen sich jetzt woanders. Noch eine Nachricht hat uns eben erreicht. Ein Urteil im Hanfbar-Prozess. Ja, Bewährungsstrafe für die beiden Angeklagten. Das Landgericht Braunschweig verurteilte Marcel Keine zu 9 Monaten und Badia Hatefi zu 7 Monaten auf Bewährung. Unglaublich, aber wahr. Der Angeklagte Hatefi sagte, wir sind überzeugt, dass wir uns im Rahmen des geltenden Rechts bewegen. Der Vorsitzende Richter Bole Behrendt argumentierte jedoch so, in der Urteilsbegründung erläuterte er, dass der Verkauf der unverarbeiteten Hanfblüten und Blätter an Endverbraucher gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoße. Dieses gelte unabhängig vom THC-Gehalt, weil ein Missbrauch zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen werden könne. Gutachter hätten dargelegt, dass zum Beispiel bei der Verarbeitung von Hanfblüten in Keksen ein Rausch möglich sei. Ja, Marcel Keine sagte nach der Verhandlung, wir werden alles tun, damit dieses Urteil nicht bestehen bleibt. Sie werden also in Revision gehen und das Urteil nicht annehmen. CBD bei Olympia erlaubt. Ja, bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ist CBD offiziell erlaubt, verkündete die Weltdopingagentur. Auch in den USA machen nationale Sportikonen verschiedener Sportarten Werbung für CBD-Produkte und sogar Schauspieler verwenden das neue Mittel für die Bekämpfung ihrer Beschwerden. Berichten zufolge schlafen die Leute nach einer harten Trainingseinheit dank CBD endlich wieder gut durch und die können ansonsten häufig verordneten Steroide weglassen und bekommen dank dem Hanf wieder eine völlig neue Lebensqualität. In diesem Sommer werden es wohl die ersten Festspiele sein, bei denen Athleten sich nicht nur zum Hanf austauschen, sondern dessen Produkte auch verwenden dürfen. Ja, Sizilien übernimmt zudem die Kosten für medizinisches Cannabis. Die Regierung in Italien hat entschieden, dass Patienten mit bestimmten Krankheiten auf Sizilien kostenlosen Zugang zum medizinischen Cannabis erhalten sollen. Siziliens oberster Gesundheitsminister Ruggero Razza unterzeichnete eine Bestimmte, wonach Patienten mit chronischen oder neuropathischen Schmerzen, zerebraler Lähmung oder multipler Sklerose für das von der Regierung geförderte Cannabisprogramm in Frage kommen. Mit dieser Entscheidung nimmt sich Sizilien
andere europäische Länder wie Irland zum Vorbild, wo die Behandlungskosten einer Therapie mit Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen von der Krankenkasse übernommen werden können. Ja, meine Lieben, das waren die News aus dem Januar. Wir sehen uns wieder im Februar. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst euer Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.